Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und ich habe ein neues LKW-Modell für euch. Eigentlich habe ich sogar drei LKW für euch, die aber gemeinsam ein Modell sind. Wir haben einen LKW mit Auflieger, der zwei Zugmaschinen transportiert. Sieht man ja auch auf der Autobahn ab und zu, also ich zumindest, die sind da so halb übereinander gestapelt und sieht sehr verrückt aus, passt aber dann mit der Brückenhöhe und so. Sonst gäbe es viel mehr Meldungen, dass die irgendwo dagegen gefahren sind. Nein, ist eine ganz normale Art und Weise, diese zu transportieren. Früher habe ich die oft alleine auch fahren sehen, so ganz frisch lackiert und so. Das ist mir in letzter Zeit aber nicht mehr so häufig aufgefallen. Vielleicht denkt man da einfach auch mittlerweile etwas spritsparender und lässt nicht eine Flotte aus neuen Zugmaschinen hintereinander herfahren, so wie ich das früher häufig gesehen habe, sondern packt die dann eher gemeinsam in einen Sattelzug, der dann nicht so viel Sprit verbraucht, wie wenn sie einzeln fahren. Kann sein. Aber schauen wir uns da mal das Modell an. Fangen wir vorne mit der Zugmaschine an. Und damit er da hinten ordentlich steht, klappen wir hier mal diese kleinen Ständer herunter. Sehr schick. Stellen ihn beiseite und schauen uns diese Zugmaschine an. Hier ist der Motor. Hier hinten kommt dann der Auflieger drauf, haben eine schöne Front und man kommt doch bestimmt hier rein, jawohl, kommt man, diesmal auch wieder hier das Lenkrad, da wo es hingehört und hier Bereich für den Beifahrer. Wie auch immer, wie immer erwähne ich auch hier wieder, zwei Minifiguren passen trotz der beiden Sitze nicht nebeneinander, es sei denn, man montiert zwei Arme ab. Dann würde es gehen. Minifiguren haben einfach Überbreite. Hier seitlich Tanks dran. Und das ist mir auch aufgefallen, das hier ist eine andere Zugmaschine als die beiden, die hinten drauf sind. Ich würde sagen, das hier ist eine stärker motorisierte Zugmaschine, die ein solches Gewicht ziehen kann. Holen wir doch einfach mal einen hier von runter. Die sind jeweils mit einer Kette zur Ladungssicherung versehen. Und wenn man die beiden jetzt miteinander vergleicht, jawohl, das hier ist eine, naja, auf jeden Fall mal längere und an der Front auch etwas bulliger aussehende Maschine. Jetzt haben wir hier ein gelbes Fahrerhaus, eine andere Front auch. Schaut gut aus. Früher, als ich Kind war und nicht LKW gebaut habe, gab es diese ganzen Spezialteile nicht. Ich war froh, wenn sie einigermaßen so ausgesehen haben, wie ich sie mir aus den Filmen gemerkt hatte. Ausgekochtes Schlitzohr war damals einer meiner Lieblingsfilme. So. Der Grund, warum ich auch heute noch gerne Dr. Pepper trinke, ist einfach der, dass in Sheriff Buford T. Justice eine Dr. Pepper bestellt hat und ich damals als Kind schon wissen wollte, was ist denn das eigentlich? Kenne ich nicht. Gab es damals in Deutschland nicht. Oder nur in der PX. Ja, auch schickes Modell, auch von der Optik her relativ modern. Erinnert mich ein bisschen an die LKW-Zugmaschinen in den 7 verschiedenen Farben, zu denen ich auch schon ein Video gedreht habe. Sieht aber anders aus. Also nur erinnert mich in der Hinsicht, dass es halt auch eher so modern hier aussieht, aber diese 7 LKW jeweils mit Kofferauflieger sind anders geformt hier. Und der zweite hier ist, glaube ich, identisch von der Bauweise. Ja, ergibt ja auch Sinn, denn für gewöhnlich ist es halt eine Lieferung von einem LKW-Hersteller und das sind dann natürlich halt meistens die gleiche Modellfamilie. Das sieht man auch mal einen Untergrund. Hier ein bisschen Technik mit verbaut. Okay. Auch hier kommt man rein. Auch hier haben wir das Lenkrad mittig und einen Sitz nur. Hier sind es zwei Sitzplätze und das Lenkrad ist links. Das scheint hier, ja, wahrscheinlich aufgrund dieses Innenlebens hier, weil man da auch
Brackets braucht, die nach vorne Noppen erzeugen, nicht zu gehen. Je nachdem, wie die Front aussieht, wie die Front konstruiert wird, mal klappt es mit zwei Sitzen oder mit Lenkrad links und mal klappt es nicht. Aber schauen wir uns das hier auch mal an. Klar, man kann hier quasi auch drauf fahren. Landet dann hier, kann dann hier das Ganze befestigen. Und natürlich kann man im Original das dann hier auch zusammendrücken, nach unten klappen, sodass man hier drauf fahren kann. So, jetzt gibt es in dem Format keine irgendwie Pneumatik ineinander verschiebbaren Teile. Das heißt, hier kann man das, können wir das nicht umsetzen. Wir können es im Endeffekt nur im Spiel andeuten, indem man das dann hier rausnimmt. So, und dann kann man das hier senken. Das heißt also, der erste fährt hier drauf, brumm, brumm, landet dann hier, dann fährt das hoch, ne, bis es einrastet. Also durchaus bespielbar, aber vorsichtig bespielbar. Also ein sechsjähriges Kind kriegt das schnell auseinander. Und dann kann der zweite hier noch dazu. Zack. Ladungssicherung nicht vergessen. Dann kann er hier vorne ranfahren. Dafür muss man es natürlich ein bisschen anheben. Man klappt die Dinger hier noch hoch, man klappt das hoch und dann ist das Ganze abmarschbereit. Also ein Set, das zumindest im Modell schön darstellt, wie es im Original funktioniert. Wenn man sowas viel größer baut, kann man sowas natürlich auch so machen, dass es auch im Modell funktioniert. Kann es dann auch mit Motoren versehen und so, kann sich dann ein riesen Technikmodell draus bauen. Das geht hierbei jetzt nicht. Hier wollten wir einfach, wie bei unseren anderen LKW-Modellen auch, im Maßstab 6 Noppen Breite plus Außenspiegel eine schöne, realitätsnahe Optik haben. Es sind Modelle für die Vitrine, für unser Autobahn-Diorama, das noch kommt, für eure City-Dioramen, die ja meistens wahrscheinlich aus den normalen Straßenplatten bestehen. Und da passen die drauf. Da kommen die auch noch einigermaßen um die Kurve. Fassen wir es zusammen. 36 cm lang ist das Modell, 7 cm breit und 11,5 cm hoch. Unser LKW mit zwei Zugmaschinen, die Set Nummer 102626. 856 Teile sind es insgesamt und der Preis beträgt 32,95 €. Ist entspannt aufzubauen, keine größeren Schwierigkeiten dabei, viele coole Teile, coole Bautechniken, das gefällt mir. Und ein weiteres Modell für unsere LKW-Serie. Und ich habe jetzt von den Kofferaufliegern keinen hier, ich gehe aber davon aus, dass das von der Höhe her passt, sodass ihr da auch generell Zugmaschinen, Auflieger und so mal mischen könnt. Je mehr von uns ihr habt, desto mehr Auswahl habt ihr dann natürlich auch. Außerdem könnt ihr euch die Bauanleitungen ja immer im Vorfeld runterladen, könnt euch genau angucken, wie das gebaut wird, ob euch die Bautechniken gefallen, ob die Höhen passen. Könnt ihr also ganz fundierte Kaufentscheidungen treffen. Für heute war es das aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen.